Gestern kamen die offiziellen Verbraucherpreisindexdaten für den Monat August in den USA heraus und der Markt machte so ein bisschen Glück gehabt. Die sind weniger stark gestiegen als erwartet und vor allen Dingen auch weniger stark gestiegen im Vormonat und noch weniger stark gestiegen als im Vorvormonat. Ist ein Trend, Leute. Und deswegen sind initial Aktien gestiegen, der Dollar ist gefallen, die Rendite der Anleihen ist unter Druck geraten, die Edelmetalle sind etwas nach oben gegangen. Zugegeben, im späteren Verlauf sind die Aktien ein wenig unter Druck geraten, gerade die zinssensiblen Tech-Werte, der Nasdaq 100 hat aber nur 0,5% abgegeben. Und deswegen, zumindest habe ich das Gefühl, sagt der Markt im Moment, der Jerome wird wohl doch recht gehabt haben, die Inflation ist nur vorübergehend. Und es wird sich relativ bald abkühlen. In dieser Ausgabe stellen wir uns die Frage wirklich, oder gibt es noch Risiken, die im Hintergrund schlummern? Und was bedeutet das eigentlich für den Gesamtmarkt? Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, in der ich euch verspreche, es gibt knochentrockene Daten, es gibt Wirtschaftswissenschaften und es gibt sehr vieles, was man als Investor wissen muss, verstehen muss, wenn man in diesen Markt investiert. Also wenn ihr ganz nettes Blablabla und Finanzpopulismus und auch seit neuestem Verschwörungstheorien haben wollt, dann müsst ihr jetzt abschalten. Woanders gibt es das alles. Hier gibt es seriöse Analysen und Originalquellen und nicht Meinungsmache, was ich auf den Tod nicht leiden kann. Dieser, ich sag's ganz ehrlich, verdammte Fake News Mist macht sich mittlerweile auch noch in der Finanzbranche stark. Deswegen nicht so sexy, aber Originalquelle, nämlich US Bureau of Labor Statistics, gucken wir uns an. Und zwar, was mit den saisonal bereinigten Inflationsdaten passiert ist. Und wir sehen, im August nur noch um 0,3% gestiegen, davor 0,5%, davor 0,9%. Sage ich doch, ist ein Trend da. Und wir sehen auch, dass die Inflation, wenn man die volatilen Energie- und Essensbestandteile rausrechnet, also all items less food and energy, dann sehen wir, guckt euch das mal an, 0,9%, 0,3%, 0,1%. Also, wenn wir jetzt bei der Kerninflation blieben, dann könnte man sagen 0,1 mal 12, wenn sich das so fortsetze, dann wären wir bei der Kerninflation bei 1,2%, ist doch alles super. Und das hier ist ja eher so, dass man zum Beispiel sieht, ja, auch Essen von 0,8 auf 0,7 auf 0,4 und das betrifft sowohl für das Essen zu Hause, also das, was man einkauft, als auch für das, was man in Restaurants zu sich nimmt. Und das scheint eigentlich besser zu werden. Das Einzige, was nicht sich derzeit abkühlt, sondern weiter steigt, ist Energie, was aktuell bei 2,0% liegt im Vergleich zum Vormonat. Wie wahrscheinlich ist eigentlich, dass Energie vorübergehend sein sollte? Die IEA, die Internationale Energieagentur, hat jetzt zuletzt bekannt gegeben, dass sie davon ausgehen, dass es zu einer Verknappung an Öl kommen sollte, aufgrund von diversen Unwetter, aber auch lokalpolitischen Geschehnissen. Also nicht nur in den USA, sondern auch in Russland und auch in Libyen und auch in anderen ölproduzierenden Ländern kommt es wohl zu einem Phänomen, dass mehrere Umstände gleichzeitig sich auswirken und es ist wieder ein Wirbelsturm in Richtung der in Texas befindlichen Ölfelder unterwegs, sodass man davon ausgeht, dass Öl eher knapp sein sollte. Im Übrigen, da mache ich nochmal eine gesonderte Ausgabe, jetzt hat auch noch die OPEC gesagt, dass im nächsten Jahr die Ölnachfrage wieder höher sein sollte als Prä-Pandemie-Level. Ich kann mich daran erinnern, dass man so ein paar Monate, nachdem die Pandemie ausgebrochen war, darüber sinnierte, wird die Welt jemals wieder so viel Öl verbrauchen wie vor der Pandemie. Das heißt, ich sehe es gerade nicht, dass wir auf der Energieseite da von dem Preisdruck runterkommen sollten. Wenn wir das stehen lassen, dann würde ich trotzdem mit euch nochmal über Essen sprechen und wie wahrscheinlich das ist eigentlich, dass das deutlich sinken sollte. Die gestörten Produktions- und Lieferketten, darüber habe ich ja eine gesonderte Ausgabe gemacht. Und ich gesagt, zum Beispiel Fleisch aus Brasilien verrottet gerade an den Häfen, weil es nicht mehr genügend Kühlschränke gibt, weil es nicht genügend Container gibt, weil es nicht genug Schiffe gibt. Und wenn es das gibt,
Selbst wenn sie dann zum Beispiel in den USA ankommen, gibt es nicht genügend Arbeiter, die diese Schiffe entladen. Und deswegen gibt es Grund genug, davon auszugehen, dass die gestörten Produktions- und Lieferketten auch in den kommenden Monaten und länger anhalten sollten. Und die Tatsache, dass wir bei den Restaurantpreisen hier steigende Preise sehen, sorgt meiner Meinung nach schon davon, dass wir diese 0,4% im Vergleich zum Vormonat auch in den kommenden Monaten uns erhalten bleiben sollte und dass es nicht zurückgeht. Meine persönliche Meinung ist, wenn wir nämlich von diesen Daten runterkommen und runterschauen, dann sehen wir das sozusagen im Bereich Services less Energy. Da ist die Inflation bei 0%, die ist überhaupt nicht gestiegen. Das Ganze geht auf die Delta-Variante zurück, dass wir zum Beispiel auch sehen, ich muss noch mal einmal kurz gucken, es ist so, dass zum Beispiel bei den Services sowohl was Flug angeht, als auch was Hotelübernachtungen angeht und sonstige Freizeitmöglichkeiten es geht, sind die Preise deutlich gefallen im Vergleich zum Vormonat. Und wenn wir also davon ausgehen, dass diese Tendenz auch aufgrund der Tatsache, dass in den USA jetzt die dritte Impfung durchgeführt wird, wieder rückläufig sein sollte, ist es durchaus so, dass hier in diesem Bereich wieder mit anziehender Inflation zu rechnen ist. Und deswegen ist das etwas, was dem Markt zugute gekommen ist oder der Inflation zugute gekommen ist. Da beißt die Maus trotzdem keinen Faden ab, dass wir eine Kerninflation haben auf Jahresbasis von 4% und eine Gesamtinflation von 5,3%, auch wenn die Kerninflation um 0,3% und die Inflation um 0,1% gefallen ist. Und was ebenfalls wichtig ist, die Fed sagt ja, hey Leute, wir machen das gerade, weil wir dafür sorgen wollen, dass durch unser Anleihenkaufprogramm eine Maximalbeschäftigung erreicht werden kann. Das heißt, die Fed möchte nicht mehr Vollbeschäftigung, sondern Maximalbeschäftigung. Das heißt, dass auch in den, ich muss aufpassen, dass ich das politisch richtig sage, dass bei Lateinamerikanern und Schwarzamerikanern, die eine höhere Arbeitslosenquote haben, dass sie auch in Richtung Vollbeschäftigung gehen und das nennt die Fed nämlich Maximalbeschäftigung. Nur ist das Problem, wenn man sich nämlich anschaut, was mit der Entwicklung der Reallöhne ist, dann sehen wir, dass die Reallöhne seit 2018 rückläufig sind, wenn man sie nämlich eben inflationsbereinigt ausrechnet. Jetzt sieht man auf der einen Seite, dass diejenigen Löhne, die im letzten Viertel sind, die sind weniger stark gefallen als die restlichen. Also könnte man meinen, das, was die Fed macht, könnte sich derzeit auswirken. Ich persönlich glaube, dass die Nettolöhne im Niedriglohnsektor deswegen nicht so stark gefallen sind, weil in den USA die Schulen länger geschlossen sind und gerade die Ärmeren zu Hause bleiben und ihre Kinder betreuen, weil sie ja auch vom Staat Geld bekommen haben, sodass es in diesem Sektor, Niedriglohnsektor, am meisten auch zu Engpässen kommt, wenn es um Mitarbeiter geht, sodass im Niedriglohnsektor der Hebel der Arbeitnehmer derzeit etwas höher ist. Wenn die Delta-Variante nachlässt, dann wird auch der Hebel nachlassen. Und deswegen ist es durchaus so, dass aufgrund der Inflation, die ja zustande kommt, weil die Fed so viel Geld druckt, eigentlich das Nettogeld zurückgeht und das kann ja eigentlich dann wieder nicht im Sinne der Fed sein und deswegen finde ich, dass die Entwicklung der Reallöhne durchaus auch Druck auf die Fed ausbaut und dadurch, dass immer mehr Unternehmen, aber auch Experten sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterbrechung der Produktion und Lieferketten bis in das Jahr 2022 und weit in das Jahr 2022 anhalten sollte, ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass dann auch diese Preise eher
oben bleiben werden. Denn das kommt ja dadurch zustande, dass die Restaurants, aber auch Supermärkte und sonstige einfach mehr bezahlen müssen, damit sie ihre Leistungen zur Verfügung stellen können. Wir sehen zum Beispiel auch, dass Veranstaltungen jetzt schon anfangen, auch in Europa oder in Deutschland deutlich anzuziehen, was unsere Veranstaltungen angeht. Und das andere, was ich euch mit auf den Weg nehmen will, ist, man sieht auch, dass die Erwartung der Menschen in den USA, was Inflation angeht, nach oben geht. Und zwar laut einer Umfrage der New York Fed ist die Inflationserwartung der Verbraucher für die nächsten 3 Jahre im Vergleich zum Vormonat von 3,7% auf 4% gestiegen. Und in dem Augenblick, in dem Verbraucher sich auf steigende Preise eingestellt haben, glaube ich auch, dass es einfacher ist zu sagen, okay, die Leute erwarten sowieso Inflation, okay, dann nutze ich das auch. Das ist jetzt nicht Faktenbasis, sondern das ist eine Erfahrung, die ich mache, weil ich mich mit zwei entfernten Verwandten und Bekannten unterhalten habe. Die sagen, in der Lieferkette ist es so, der eine bezahlt 20% mehr, damit er das bekommt. Dann packt er nochmal seine Marge drauf, weil er weiß, es nimmt man mir sowieso ab. Ich bin der Einzige, der jetzt gerade das Produkt hat. Früher hat man wegen 1-2 Cent gesagt, nee, ich gehe zum anderen. Jetzt ist man froh, dass man es bekommt. Und dann geht es zum Nächsten und der Nächste packt dann nochmal noch ein bisschen mehr Marge drauf und so geht das weiter. Und so kommt diese Inflationierung auch zustande, weil die Nachfrage so groß ist, dass man sagt, okay, entweder nimmst du den Preis, den ich dir gebe, ich bin der Einzige, der die heiße Ware hat oder nicht. Und das andere, was ich sehr interessant finde, ist, es gibt ein alternatives Inflationsmaß der Cleveland Fed und die deutet sogar auf eine Ausweitung des Preisdrucks aus, denn das, was dort gemacht wird, ist, die nehmen die Spitzen nach oben raus und gucken sich eigentlich nur an, was in der Mitte an Preiserhöhung zustande kommt. Und dort ist es so, dass der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich den gleichen Monat des Vorjahres, also im Vergleich zum Vorjahr, um 3% gestiegen ist und weit über dem Durchschnitt liegt, nämlich von 2%, was man zwischen 2012 und 2019 gesehen hat. Das heißt, es gibt auch andere Arten, Verbraucherpreisindex zu messen und dort sehen wir eher noch steigende VPI. Wenn wir uns noch einmal hier dieser Tabelle uns anschauen, dort geht es nämlich aber auch um Folgendes. Etwas, was die Inflation deutlich angetrieben hat, waren die Preise für Gebrauchtautos. Und die sind nach 10%, 7%, 10%, alles im Vergleich zum Vormonat, dann im Juli nur noch um 0,2% gestiegen und zuletzt nur noch um minus 1,5%. Das, was aber auffällt, ist, bei den Neuwagen lässt dieser Inflationsdruck nicht nach. 1,6, 2,0, 1,7, 1,2 geht zwar ein bisschen zurück, aber hier ist es ja schon negativ geworden. Das heißt, hier steigen die Preise noch weiterhin. Das liegt natürlich daran, dass es einen Chipmangel gibt. Das liegt natürlich daran, dass es weniger Autos zur Verfügung gibt. Das liegt daran, dass die Automobilunternehmen versuchen, natürlich den gleichen Gewinn zu machen und die sagen, hey, weißt du was, wenn ich weniger Autos verkaufen kann, dann verkaufe ich sie teurer. Und ich glaube zum Beispiel, dass bei den Neuwagen der Inflationsdruck anhalten sollte und was immer noch unterschwellig da ist und was nicht derzeit in VPI sichtbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Mietpreise. Experten gehen, ich habe leider den Namen vergessen, da muss ich mich entschuldigen, gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten die Preise für Mieten in den USA anziehen sollten, einfach weil der Häusermarkt in den USA auch extrem heiß gelaufen ist. Damit will ich sagen, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man sagt, okay, 0,9, 0,5, 0,3, das ist ja alles tutto bene. Nur, wenn wir in den nächsten Monaten wieder 0,3, 0,4, 0,4, 0,3, 0,4 haben und dieser absolute Spitzendruck zwar nachgelassen hat,
Mhm, verstanden. Aber Delta-Variante lässt nach. Das heißt, dass wieder die Servicepreise steigen, die gestörten Lieferketten bleiben. Und deswegen ist es so, dass es teilweise runtergeht, aber teilweise wieder nach oben gehen sollte, dass wir bei diesen 0,4% bleiben und dass wir dann am Ende immer noch eine Inflation haben von ungefähr 4%, vielleicht nicht 5%, und dass man aber davon nicht runterkommt. Diese Gefahr besteht meiner Meinung nach wie vor. Und wenn wir uns also ansehen, dass der Dollar etwas unter Druck geraten ist, dann ist etwas, was meiner Meinung nach der Markt derzeit nicht einrechnet, die Tatsache, dass wir genau in einer Woche wieder Fed-Sitzung und Zinsentscheid haben. Mittwoch und Donnerstag oder Dienstag und Mittwoch? Sei es drum, in der kommenden Woche. Und da bin ich wirklich gespannt, was die Zinsanhebungserwartungen der FED-Mitglieder angeht und ob der Markt nicht genauso wieder überrascht werden könnte, wie wir das vor 3 Monaten gesehen haben. Denn einmal im Quartal dürfen ja alle FED-Mitglieder sagen, was sie glauben, wann die Zinsen angehoben werden. Das ist das eine. Und das andere, ich weiß auch nicht, ob die FED die Notwendigkeit sieht, auch wenn sie zum Beispiel etwas später mit dem Tapern beginnen, meinetwegen erst im Dezember, dass das Tapern aber schneller durchgeführt werden kann, zum Beispiel in 6 Monaten. Und dann ist durchaus das Potenzial da, dass auch die Zinsen früher angehoben werden. Und wenn wir von den Inflationsdaten also weggehen, zum Chart kommen, und als abschließende Bemerkung möchte ich sagen, ich war auch der Meinung, dass das nur vorübergehend ist. Und es heißt, sagt immer so schön, es ist so lange vorübergehend, bis es nicht mehr vorübergehend ist. Und im Moment sieht es so aus, als hätte sich meiner Meinung nach die Inflation eher festgebissen. Und ich habe euch auch diesen Chart gezeigt in meiner Ausgabe, als es um Liefer- und Produktionsketten geht. Die importierte Inflation, die wir in Deutschland haben, ist auf dem höchsten Level seit 1983. Und ich glaube, dass eher Europa sich damit auch beschäftigen muss und dass es eher so ist, dass in Europa die Inflation höher gehen könnte. Ich sage nicht, oh, dies wird auf jeden Fall kommen. Ich sage nur, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Marge der Unternehmen niedriger wird und das kann den Markt durchaus unter Druck bringen, unabhängig davon, was sie weniger produzieren werden. Und was dann mit dem Dollar passieren wird, ich wage aktuell ganz offen keine Prognose, denn ich finde, dass Euro-Dollar zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, hier in einer Range steckt zwischen der 1,1670 und der 1,1910. Und das überlasse ich anderen Experten, die jetzt voraussagen wollen, ob das nach oben geht oder nach unten geht. Was ich sehe ist, ich sehe einen Anstieg von 16% innerhalb von 9 Monaten. Und seitdem ist der Markt in einer übergeordneten Phase und in einer untergeordneten Phase. Und wenn wir sagen, ja, oberhalb der 1,19 läuft schon, ich weiß nicht. Bei 1,20 ist die runde Marke, da ist die 200-Tage-Linie und bei 1,1930 ist die 20-Wochen-Linie. Also oben ist schon einiges an Widerstand. Und wenn ich es mir nach unten angucke, ja, das könnte hier ein Doppeltop sein mit der Marke bei 1,1660. Nur guckt euch mal diesen Spike an, der ist bei 1,15. Da könnte der Markt schon wieder Halt machen. Und dazwischen habe ich ja auch noch die 200-Wochen-Linie. Also, ich will gerne wissen, was die FED sagt. Ich will gerne die Zinsprojektionen sehen. Ich will wissen, was mit dem Tapern ist. Und dann können wir da mehr daraus machen. Und ich würde mich nicht zu sehr der Hoffnung hingeben, ich persönlich zu sagen, die Inflation fällt, die FED wird weiter Geld drucken und der Dollar wird sich weiterhin schwächeln. Ich sehe erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine stärkere Rücknahme der expansiven Geldpolitik, so muss man es sagen, der FED mit der Konsequenz der Zinsanhebung aufgrund der anhaltenden Inflation. Braucht ihr Fake News oder ist das, was euch mehr hilft als Investoren? In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.